Peter, gestern ein wichtiger 3:0-Sieg gegen Kapfenberg. Wie fällt dein Resümee sozusagen am Tag danach aus? Ja, es war eigentlich genau die Partie, die wir uns erwartet haben. Nämlich, dass mit Kapfenberg eine Mannschaft kommt, die total atypisch im Abstiegskampf agiert. Die haben sie im Winter mit etlichen Legionären sehr gut verstärkt und waren seit langem der mutigste Gegner, der bei uns im Hanapi-Stadion zu Gast war. Sie haben absolut versucht mitzuspielen, haben gut kombiniert, haben selber auf Sieg gespielt. Und deswegen war das eigentlich ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für uns. Ich denke, dass der Sieg auch verdient war. Und war aber schlussendlich jetzt ein Pflichtsieg. Und da können wir uns heute noch den ganzen Tag drüber freuen. Und ab morgen beginnt die Vorbereitung auf das schwere Spiel in Innsbruck. Wir haben gestern bekommen die Daten der Bundesliga, die besagen, dass Rapid das offensivfreudigste Team der Liga ist mit den meisten Torschüssen, aber es an der Effizienz mangelt. Warst du diesbezüglich gestern zufriedener? Sagen wir so, also ich habe von der Statistik auch gehört. Ich habe es ja nie so empfunden, dass wir, weiß ich nicht, Angsthasenfußball und unattraktiv spielen. Ich kann ja immer nur die Leistung meiner Mannschaft beurteilen und die war in jeder einzelnen Frühjahrspartie so, dass es natürlich besser geht, aber wir waren jedem Gegner überlegen, hatten mehr Torschüssen und sind einfach daran gescheitert, dass wir zum Teil Pech hatten mit etlichen Stangen- und Lattenschüssen und einfach, dass wir vom Tor nicht kaltschnäuzig genug waren. Und deswegen haben wir leider Gottes sehr viele Unentschieden und könnten natürlich in der Tabelle schon viel weiter sein. Wie schwierig war es auch für dich gestern? Du hast gewusst, mit Sperren fallen zwei Spieler aus, dann sehr kurzfristig zwei weitere Ausfälle mit dem Schimpelsberger und dem Burgstaller und dann ganz, ganz kurzfristig noch der Christopher Dremel. Das war eigentlich wenige Minuten vor Ankick. Wie geht man da als Trainer um und was hast du den Ersatzmann sozusagen wieder auf den Weg gegeben und wie haben sie es umgesetzt? Also alle, die gestern gespielt haben, die in letzter Zeit weniger gespielt haben, haben ihre Sache wirklich toll gemacht. Also egal ob Donhofer, Grauzorek, Prokopitz und auch Aller. Sie haben gezeigt, dass man sich auf sie verlassen kann, wenn es notwendig ist. Und das spricht für den Charakter dieser Spieler. Am Sonntag geht es nach Innsbruck. Nächstes Spiel, nächstes Auswärtsspiel. Dort haben wir im Herbst einen sehr freudigen Tag erlebt mit einem 3:0-Sieg. Was ist die Zielsetzung für dieses Spiel? Zielsetzung für Rapid ist natürlich, jedes Spiel zu gewinnen. Innsbruck im Herbst war so, dass wir auswärts ein sehr gutes Spiel gemacht haben und uns im eigenen Stadion dafür sehr schwer getan haben gegen sie. Innsbruck ist einfach eine Mannschaft mit sehr viel Routine, mit routinierten Torhütern, routinierten ausländischen Verteidigern, Mittelfeldspielern und einem Stürmer. Und auf den Seiten mit sehr talentierten jungen österreichischen Spielern haben wir ganz eine gute Mischung und ist für jeden Gegner eine schwere Aufgabe. Ist auch meistens so, dass in Spielen mit Innsbruck auch kaum Tore fallen und die Ergebnisse sehr knapp sind. Die Aufstellung wirst du nicht verraten, aber verrätst du, muss man sich auf viele Umstellungen gefasst machen, vielleicht zwangsweise oder überlegst du? Muss man schauen, es sind noch 3 Tage bis zum Spiel. Es sind natürlich ein paar angeschlagen, ein paar haben wir Wehchen davongetragen. Dann muss man schauen, wie es den Kranken geht, wie Burgstaller und Bayer, ob die wieder dabei sind. Das werden wir dann erst am Samstag entscheiden, bevor wir in den Bus steigen. Alles Gute. Danke. Dankeschön.